Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Diesmal wieder mit MTB Crafter. Hallo. Und wir fahren heute den britischen 47er Heavy Churchill Mark 7 aus. Ein ziemlich cooles Fahrzeug, wie ich finde, wenn man Top-Tier ist. Ein ziemlich mieses Fahrzeug, wenn man Low-Tier ist. Wir haben Aufnahme untypisch mal ein komplettes Down-Tier bekommen. Ja, hoffen wir mal, es läuft. Die Kanone ist jetzt nicht so der Mega-Burner, also auf 4.7 mit knapp 100 mm Pen auf 100 Meter, das ist jetzt nicht so mega, aber die Panzerung ist echt gut. 150 mm am Turm und an der Wanne. Ja, das stimmt. Also ein Panther würde ich mich jetzt nicht vorne dran stellen, aber auf 4.7 treffen wir keine Panther. Ja. Warte mal. Der 4.5, der 4.70 war 5.3, ne? 470, ja. Ich aber der Nibelung, also der Premium ist glaube ich niedriger. Der mit der Plattenfront. Ja, genau. Der hat halt auch die Pantherkanone. Ich überlege nur gerade, was uns auf 4-7 frontal groß gefährlich werden kann. Also es gibt schon den einen oder anderen TD, aber nicht so viel. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass meine große Klappe mir nicht zum Verhängnis wird und ich mit dem ersten Schuss raus bin. Ja, ja. Das stimmt nicht. Und ja, der schnellste ist er auch nicht. Was? KV1 in C. Das ist zum Beispiel nur ein Gegner. Das könnte ein ziemlich langer Schlagabtausch werden. Ja. Aber er ist tot. Einfach mal, dass ich von links keiner reinkriege, weil ich unserem Team mal vertraue, dass da nichts mehr ist. Kommen Sie, kommen Sie. Das Coole an dem Ding ist, er ist relativ stabil, obwohl er eigentlich nicht stabilisiert ist. Ich krieg noch hier, aber das darin spawnen. Okay, ich habe ihn daneben geschossen. Aber das ist ein TD. Ich habe nicht daneben geschossen. Was ist denn eine das? Uni? Das ist ein. Hier, Dings. Ja, Su 85. Ich hab die Muni einmal gelb und einmal rot geschossen. Cool. Ja, das ist so eine Kanone, dem möchte ich eigentlich nicht begegnen. Das ist, glaube ich, die 100er. Target undamaged. Parallel. Sehr schön. Wir sind auf der Seite, auf deren Spawn, und die sind auf der anderen Seite. Ich bin doch da gerade durchgekommen. Wie bin ich denn da gerade durchgekommen? Ist ja weitergefahren? Ein bisschen, ja. Jetzt passiert genau das. Wobei, die Gegner pushen jetzt. Oh. Ich bin gerade überlegen, was wir machen sollen. Also ich meine, hier an der Brücke rumstehen finde ich halt auch blöd, ehrlich gesagt. Ja, M24, ja. Ich habe nicht den Rückwärtsgang. Das Ding könnte ein echtes Problem werden. Die Muni nochmal rot gefärbt, cool. Töte es, bevor es Eier legt. Oh, es guckt mich an. Ich habe schon dreimal die Muni getroffen von dem. Musst du öfter machen. Ja, ich habe nicht die Mittel, da durchzukommen. Und ich kann jetzt auch nicht links und rechts hier einfach vorbeifahren. Ah, jetzt ist er weg. Ach, das war nur die 85 und ich mache mir Sorgen. Ich stand die ganze Zeit im Offenen. Ja. Ich habe ungefähr 20 Schuss da reingeschossen. So. Wir mit den langsamen Heavys fahren jetzt mal rüber zu B, weil unser Team hier nicht weiterkommt. 30 Punkte bis jetzt. Läuft. Coole Runde. Das ist die andere Krux, die teilweise passiert, wenn du Top-Tier bist. Dein Team juppelt einfach so über den Gegner drüber, du kommst nicht hinterher. Ich mit dem Ding nicht. Man darf sich nur nicht 90 Grad seitlich treffen lassen. Dann ist das Ding monströs.
Explodieren eigentlich Rauchgranaten, wenn man ein Flugzeug trifft? Sollten, ja, warum? Immer so. Willst du Rauch im Himmel verursachen? Finde ich irgendwie lustig. Au. Oh, von wo war das? Ja, direkt von rechts, 90 Grad, mit einem Schuss. Wie weit? Ja, 1 Kilometer. Was? So weit? Der hat mich instant getroffen, als ich aus dem Torbogen raus bin. Also ja, der hat wahrscheinlich auf mich anvisiert vorher. Ja, das tut mir ganz leid für dich. Wie kann der Schuss so schnell geflogen sein? Er hat wahrscheinlich gefeuert, als er mich gesehen hat, und da kam der Schuss an, als du durch bist. Wahrscheinlich, ja. Es tut mir leid. Boah, ey, das ist halt echt keine Churchill-Map eigentlich. Ich bin viel zu langsam, um hier effektiv wirken zu können. Ich will jetzt mal einen Gegner vor die Nase kriegen, den ich pennen kann. Boop, boop. Dieser mega coole Wassersound im Spiel. Der ist so richtig, oh ja, realistisch. Hört sich an, wie wenn Jan trinkt. Oh! Wenigstens das Spawncamper weg jetzt. Wait. Ist klar. Oh, ein C ist was. Kollege, dein Turm ist leer. Ach, bleib doch. Uah! KV2. KV2. Oh mein Gott. Oh mein Gott. KV2, dein Turm ist nicht so dick. Ich hab ein paar Gegner gefunden. Ich hab auch noch einen. Verdammt. Ja, der KV2 vor meiner Nase macht mir ein bisschen Sorge. Okay, never mind. Danke, Team. Ja, der hat um die Ecke geguckt. Ich habe ihn tatsächlich getroffen. So, mal gucken, ob ich durch die Fahreroptik komme. Natürlich Fahreroptik. Was redest du? D34 Fahreroptik. Also hier oben ist ein M24. Alter, jetzt haben wir echt C verloren. Ja, ich bin ja gerade dabei. Ja, tu dein Bösestes zum Gegner. Alter. Oh, dieser Wendekreis ist so schlimm. Okay, in C ist noch was drin. Auf jeden Fall. Okay, du bist ein Japaner. Japaner sind dicker, als man denken mag. Also, die Panzer. Okay. Ja, aber die Kanonen sind echt böse. Der hat mich seitlich gut erwischt. So, ich bemuggel mich dann mal in die Richtung. Alter, dieses Geräusch. Das klingt so ein bisschen wie damals in das Spiel Silent Hunter, kennst du nicht, oder? Nee. Oh, da ist ein Haus. Holy Macaroni. Ich weiß wieder, warum ich das Konzept rein kann.
Wendekreis ist einfach sowas von unterirdisch. Alter! Hilfe! Paar Gegner vor mir. Ja, ich komme mit Bomben. Ja, du könntest hier reinschmeißen. Ich bin noch nicht da, noch 4 Kilometer. Das ist schlecht, also ich werde jetzt gleich umfahren. 3 Kilometer. Also hinter mir kommt gleich einer rum. Soll ich hier hinschmeißen oder? Also hier hinter mir kommt gleich ein T-34 rum, wenn ich mich nicht täusche. Au, au. Aber hier vorne stehen zwei zusammen, also wenn's dich juckt. Baum, Baum, Baum. Schön. Natürlich nur einer. Ja, ist nochmal ein T-34, oder? Nee, das war ein M24. Ja, das andere aber. Achso, nee, das war ein KV-1, der war wichtiger. Ja. Alter, meine Kanone! Hast du noch Bomben? Ja. Dann mach den hier weg, bitte, und treff mich nicht. Oh, das könnte knapp werden. Oh, Boden. Ja, mach's gut. Boden. Nein, ich leb noch. Du hast mich zwar abgefackelt, aber ich leb noch. Danke dir. Ich habe jetzt einen Baum, einen Stein und noch einen Baum getroffen. Hier, meine Damen und Herren, sieht man die Panzerung. Was bejubelt LOL in AMX? Dein Ernst? Holy! Hi. Da war noch ein, habe ich vergessen zu sagen. Okay, ja, das waren zu viele. Ich habe gemerkt, wie Russen Krieg führen. Okay, das ist jetzt blöd, aber... Ja, Leute, ich weiß, die Situation ist scheiße momentan, aber das ist immer noch ein Computerspiel. Das müssen wir uns alle ins Gedächtnis rufen. Und wenn ihr darüber diskutieren wollt, nicht unter den Kommentaren, bitte. Da hatten wir gestern im Pulitzer-Stream auch schon eine kleine Unterhaltung. Die Firma sitzt nicht mehr in Russland und das Spiel ist international. Aber ich verstehe die Bedenken. Oh. Na, sehr schön. Der ist geplatzt. Irgendwie. Bitte? Ja, ich hab... Der ist nur geplatzt. Aber da. Ich war etwas erstaunt darüber, dass der so geplatzt ist, wie er geplatzt ist. Erstaunt, dass er geplatzt ist, wie er geplatzt hat. Okay. Ach, das ist ein Krater, deshalb bin ich hier so komisch. Du bist immer komisch. Das stimmt. Ach komm, Hit. Bams! Landest du oder startest du? Du startest. Schön, dass er mich gesehen hat, beziehungsweise er hat mich wahrscheinlich meilenweit gehört in der Wyvern. Okay, ich finde das gerade ziemlich uncool, dass wir schon wieder die komplette Map verlieren. Ja, ich erforsche gerade B, genau. Ich stehe in B. Also, ein Kommentar noch zur momentanen Situation. Ich finde, Computerspiele und Politik sollte man definitiv teilen. Das gehört nicht zusammen. Ja. Also, kann sein, dass jemand da anderer Meinung ist, aber für mich sind das zwei definitiv unterschiedliche Sachen. Du hast gerade auf mich geschossen, Kollege. Ich hab's genau gesehen. Ich muss sagen, ich mag den Avenger echt gerne. Der Avenger ist auch ein ziemlich guter Panzer. Also die Kanone ist brutal. Ist übertrieben. Panzer 4, du musst jetzt ganz schnell in NA rein. Hurt dich. Komm, tu es. Oh je, ich kümmere mich mal um Luftüberlegenheit. Das? Nachdem ich die Flagge zerlegt habe.
Oh, die ich natürlich nicht beschießen kann, weil sie noch Spawn Protection hat. Das ist so dumm. Wenn eine Flak auf dich feuern kann, sollte sie keine Spawn Protection mehr haben. Der guckt mich an, der guckt mich an. Wow, sie unbeschädigt. Wo ist die Flak hin? Wo ist die Flak hin? Okay, das ist blöd jetzt. Alter, die 185 ist so ein starkes Flugzeug, aber ich glaube, die geht jetzt auch runter. Ja, die trudelt ein bisschen, also wenn ihr das überlebt. Die trudelt. Was vom T-34 wird ja. Hä? Interessant. So, dann nehme ich mir die Jack. Jack zerab. Oh lol, da ist ja schon wieder ein Panzer. Hier. Ja, das ist der KV-1, der mich gekillt hat. Dürfen wir jetzt A nicht, Bel nicht verlieren. Ach Mann. Bin leider nicht so schnell. Mit meinen 9 km/h. Durch den KV-1 kommst du halt leider von oben auch nicht wirklich gut durch. Ist das ein Light? Nee, das ist ein Medium. Okay. Oh, da guckt mich ein Teddy an. Wie geht's? Ich hatte eine 152 abgeschossen. Wow. Ja, mit ihrem 50k. Ja, gut, mit einem Panzer. Ja. Im Grunde können wir halt jetzt echt nichts mehr machen. Also. Never gonna give you up. Dürfen sich halt jetzt B nicht holen, aber was tun sie? Ja, vielleicht schafft das unser Schirm noch zu A. Aber es wird echt knapp. Oh, jetzt geschafft. Alter, das Match macht mir Herzstress. Oh, jetzt ist der Körper stehen geblieben. Okay, sehr schön. T34 in B ist raus. Dann fahre ich auch mal Richtung B. Warte. Nee, okay, wir kämpfen. Hi. Also der Avenger ist übel, die Kanone ist brutal fürs Battle Rating. Ja. Das ist das die gleiche wie im Firefly? Ich glaube schon. Weiß nicht, also die Firefly, das ist die QF-17. Ja, ist dieselbe. Und da ich Shermans nicht so mag, fahre ich lieber den Avenger. Blub, blub, blub. Wäre doch jetzt echt voll knorke, wenn wir das gewinnen würden. Ja, ja, ja. Vielleicht komme ich sogar noch bei B an. Ja, ich meine, 190mm Penner für 7 kann man mal machen, ne? Alter. Ja, das ist halt echt heftig. Ich meine, man hat keinen Füller, also hat man keine Sprengladung in der Knifte, aber das brauchst du in der Regel nicht. Au. Und wo? Da, wo ich hingeguckt habe, Richtung der. Keine Ahnung, wo du hinguckst, ich sehe dich ja nicht. Richtung. Wo ist das? Oh, jetzt holen die sich A. Sorry, aber wie ist das denn bitte möglich, wenn unser daneben steht und weg von A fährt? Hä? Der war hier, ungefähr.
Alter, GG würde ich sagen. Ja, das war eine Was eine intensive Einstiegsrunde. Oh, ich habe einen Dinkel bekommen. Ein Dekal? Ein Dökol. Ja, war okay, war okay. 120 Minuten gedauert. Wow, Churchill, meine Damen und Herren, Churchill. Oh, ja. Ich hatte das siebte Modul freigeschaltet. Und ja, ich glaube, bei der Matchdauer bleiben wir heute bei 2 Runden. Die dritte wird eh meistens Mist. Ja, oder viel zu lang. Ah. Kein Chin, bitte. 2,99 monatlich, dafür kann ich dann 5 Maps bannen oder so. Ja. Nehmen wir an A. Was? Nehmen wir an A, oder? Nee, nicht mit Churchill. Spawner südlich und fahr dann in die Mitte. Okay. Also ich fahr straight hier rein. Jo. Wir können leider nicht viel mit Gun Depression arbeiten. Wir haben zwar relativ viel mit 12 Grad, aber nur vorne mittig. Also diese fortgeführten Ketten vorne, die verhindern leider, dass die Kanone runtergeht. Ja, und seitlich, oder? Ja, aber du willst ja nicht seitlich stehen. Ja, das nicht, aber... Theoretisch. Theopraktisch wäre das möglich, ja. Ja, yeah, da kommt noch ein Aal mit. Dickhäuter. Terror. Benjamin Blümchen kennst du aber noch, gelassen. Oder? Was? Benjamin Blümchen kennst du aber. Ja. Ja, ich bin mir bei dir manchmal echt nicht mehr sicher, was man heutzutage noch kennt und was nicht. Ja. Boah, du willst mir nicht erzählen, dass so ein schweres Fahrzeug, was sich schon alleine mit 20 km/h nur durch die Gegend pflügt, durch Schlamm langsamer wird. Also vielleicht ein bisschen, aber noch nicht so krass. Jetzt war Thunder. Ich meine, man hat ähnlich viel Panzerung wie KV-2 Knifte hat. T-34? Ja, das ist ein KV-1. Ja, beides. Was ist beides? Da ist noch ein T-34. Hm. Okay. Ja, man kann dich pennen am Turm, Kollege, das weißt du. Hoffentlich. Da kommt noch ein... Machen wir jetzt das Ich-guck-nicht-hin-Spiel. Das ist eine Asu. Ja. Das ist böse. Ich hab keine Ahnung, was ich hab. Ich werde jetzt nicht schießen, ich warte, bis du deinen Turm entwinkelst. Kommt noch eine Asu. Ist doch schön, dass du die leichten Gegner kriegst. Oh. Wow, und ein Schirm. Au, also ich könnte... Ja gut, ich habe keine Knifte mehr jetzt. Ich bin tot. Ja, das ist schlecht. Du hättest nicht so offen dahinstellen dürfen. Ja, eigentlich hat der eine nicht mehr schießen können, der andere ist weggefahren. Und der dritte war halt irgendwie auch immer da. Ja, so. Das lass mal stecken. Was ist euer Plan? Leute! Hört auf, meine Kanone zu ziehen! Das ist nervig! Wollt langsam mal Hilfe? Ich komm da irgendwie überall nicht durch. Ja, ich schieß schon die ganze Zeit auf die Gegner, aber ich komm da überall nicht durch. Nö, keine Chance. Alter, Leute, also langsam wird's lächerlich. Wo ist denn unser Team? Alter, warum sind die alle bei A? Willst du mich verarschen? Mhm, schön. Okay, ja. Kann ich auch mitleben. Jetzt fehlt nur noch der da. Ja, Konzept. Cool, tu es, tu es. Oh mein Gott. Ich wurde von einem Konzept gerettet. Schade, dass ich keine Punkte dafür bekomme.
Weil, ich meine, ich habe mich jetzt gewinkelt. Das hat auch so ein bisschen was mit Können zu tun, sich richtig zu winkeln. Nee. Überhaupt nicht. Nee, Kills. Kills sind par excellence das, was zählt für... Ja, und sterben. Hauptkanone. Ja, ich hab die gerade auch drauf gerichtet. Aber du warst schneller. Ja, Gott sei Dank, so haben es die Leute wenigstens auf Kamera. Die Aufnahme läuft, oder? Puh, ja. Da kommen noch zwei. Ja, so hoch kriege ich die Kanone dann leider doch nicht. Aber man hat hier sehr gut gesehen, was man mit der Panzerung von dem Ding anstellen kann. Also ich habe den Turm halt immer so ein bisschen gedreht, dass sie keine glatte 90-Grad-Fläche haben. Und da kommen sie auch echt schwer durch als Russen. Also die russischen Kanonen haben halt viel Füller, aber die haben wenig Pen. Warum ist der Gegner... der Verbündete gestorben. Direkt neben mir. Ich glaube, hier hinter der Mauer ist was. Bin schon bei C. Oh, ich drehe mich mal um. Vielleicht hat er sich auch gesprengt, um in den Flieger reinzugehen? Ja, der wurde von einem T-34 gekillt. Oh ja, hallo T-34. Na du? Turm. Untere Wanne komme ich auch durch, oder? Nee, komm ich nicht durch. Ja, schwierig. Dann halt nochmal den Turm. Ja, rechte Backe, linke Backe und dann warst du es in der Regel mit dem T-34. Gut, darf ich mich am Berg drehen? Sehr schön. Ja. Oh, das macht aber erstaunlich gut. Ja, also dafür, dass der eigentlich länger als breit ist, also ja, sind die meisten Fahrzeuge, aber der ist halt echt schmal für seine Länge, dreht der sich erstaunlich gut. Ja, hier doch was. Da oben, ne, nicht, oder doch? Doch, da kommt ein T-34, von hinten, Achtung. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht mehr. Er ist auf jeden Fall Richtung C gefahren. Nee, ich guck dich nicht direkt an. Kannst du vergessen. Ja, das Schießen. Ach, die Kette. Die Kette. Da in die Backe. Komm, Flak. Alter, jetzt mal auf, mir die Kanone zu ziehen. Das ist ja sowas von anstrengend. Oh Gott. Ja, komm, der schießt mir jetzt seitlich in den Turm. Nein, tut er nicht. Speedy Boy? Also ich könnte dir Hilfe brauchen. Wenn du dann irgendwann mal da bist. Ja, ich schieß gerade auf den T-34. Aber ich komme nicht durch den Turm. Ja. LOL! Ich hab ne Granate in der Optik hängen. Ach, von hinten kommt noch eine. Oh, schade. Ach, die hat noch gelebt. Ja. Ich hab. Oh, wow. Ah. Zwei Gegner, die gleichzeitig auf mich schießen. Drei. Ich bewege mich ja schon. Du musst den Turm in deren Richtung drehen. Ich kann nichts mehr drehen. Also. M6. Ja, gut. Lack rettet. Wow. Lack. Ich hab nicht genug Depression für die Asu. Ich sehe halt nicht mal, wo sie sind. Also steht genau hier. Ah, da! Ja, ich habe ich nicht gesehen. Und da ist der M6. Wo? Ach, da, ja. Ich habe nur den gesehen, alles andere war hinter Büschen für mich. Oh, pass auf, die sind jetzt hinter dir bei C. Ich kann immer nichts machen. Wie lange brauchst du denn noch? Noch 40 Sekunden. M6. Ach, der M6! Oh mein Gott, ja, der ist böse.
Ich höre T-35. Ja, ja, ich kann mich jetzt nicht umdrehen. Der M6 ist für mich gefährlich, ja. Du bist schon ein bisschen leer, Kollege. Was? Ja, bin ich. Nicht du, der andere. Ist hier. Ja. Und tschüss. Was zur Hölle? Ich werde jetzt wahrscheinlich sterben, weil ich versuche dich zu retten, aber... Nee, ich krieg's Rohr nicht mal runter. Das hat mich jetzt getötet. Nein? Das ist zu blöd zum Schießen. Ja, okay. Kriegst du ihn, oder? Nö, scheinbar nicht. Ah, da ist noch ein T-35. Ach Mann, ich hasse das, dass man... Dieses super nervige... Oh, du hast dich eine Millisekunde vorher bewegt. Die Schnauze, T-34. Kannst du dich drehen? Nein, kannst du nicht, okay. Wo ist noch was? In A direkt, in C direkt. Hier. Mhm. Okay. Ist da jetzt noch was? Ja, immer noch, an der gleichen Stelle. Ich bleib jetzt stehen, bis dieses Zahnrad weg ist. Gott, ist das nervig. Wie viel Crew hast du noch? 2. Sehr gut. Das langt für einen Churchill. Ist doch ein kleiner Panzer. Ja. Weiß der, dass du da bist? Vermutlich, oder? Nee. Der guckt nicht hin. Ja gut. Ich push den jetzt. Ja. Der guckt jetzt. Guckt gar nicht mehr. Ja, aber hat angefangen, seinen Turm zu drehen. Ja, dann holen wir dir mal den Punkt und dann holst du den Crewmitglied. Kannst du hoffentlich, oder? Ja klar, das Ding ist schon längst ausgebrochen. Also die Runden laufen viel zu gut für das, was wir das letzte Mal mit dem Ding erlebt haben. Also nach der Folge, also nach der Runde ist wirklich Schluss. Gerade habe ich im Church tatsächlich was ausgehalten. Vorher war ich immer One-Shot. Jetzt kommt halt drauf an, also du darfst halt wirklich die Winkel am Turm nicht zu einer geraden Fläche werden lassen, dann geht's. Also der selbst hat von hinten. Rum um mich gestanden, hat die ganze Zeit Schüsse auf mich reingeprügelt. Ja, okay, der war einfach nur inkompetent. Also der war wirklich inkompetent, du konntest dich ja nicht mal bewegen. Ja, und der Turm konnte sich auch nicht mehr wirklich drehen, weil der Motor aus war, schon die ganze Zeit. Ich hab wahrscheinlich Stress gehabt, weil er dachte, ich komm gleich und helf dir. Ja, aber ist der Turm, der ist nicht motorbetrieben, oder? Doch. Ist der, okay. Also sind ja alle Türme hier im Spiel. Ja, ich meine in echt. In echt schätze ich nicht. Wobei, bei Mark 7 weiß ich's nicht. Aber bei den frühen auf jeden Fall nicht. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass für uns Churchills hier noch kurz was jetzt anfällt. Doch. Das ist einfach nur noch Spawn-Gekämpfe. Oh. Nur ein paar Hits leider. Ich hoffe, der kommt nochmal zurück. Ja. Oh, er hat mich gehört. Bist du als Flakbatterie bereit? Ja. Meine Smoke Shell ist geladen. Nein, ist sie nicht. So, und Feuer frei. Verdammt. Hol ihn dir! Wow. Ernsthaft? Ist sie getroffen? Ja. Rechtes Fahrwerksbein. Ich hab's abfliegen sehen. Mein MG ist leider gerade leer gegangen. Abschusshilfe. Ich hab nicht mal irgendwas bekommen, sei froh. Schade, den Schuss habe ich versemmelt. Oh, ich glaube, da kommt was zu C. Los, oh, los! Der hat Neutral Steering. Deshalb dreht er sich so gut. Neutral Steering. Ja.
Nicht beschädigt! Schieß! Ich hab die rechte Bank, hast du die linke? Nö, bin nicht durchgekommen. Ist schlecht. Oh shit, den müssen wir noch tot kriegen. Sein Verschluss orange gefärbt. Wenn sich ein T34 winkelt, hast du mit dem echt schlechte Karten. Außer halt an den Backen. Alter, das waren viel zu gute Runden. Also, mein War Thunder Glück für heute ist vorbei. Achso, das ist der Spawn. Ja, ich weiß. Ich wollte nur mal testen, ob das auch anderen passiert. Weil ich hätte schon wieder keine Spawn Protection mehr gehabt. Also, das Phänomen hast du sicher auch schon gehabt. Du bewegst dich und eine Sekunde später ist deine Spawn Protection weg. Nein? Okay, dann hast nur mich das Spiel. Yay, Backups. Ja, lief doch aber sehr gut. Ich finde, man hat perfekt gesehen, was dieses Fahrzeug kann und was es definitiv nicht kann. Es ist keine Rennsemmel, aber es ist ein fahrender Bunker. Wir hoffen, ihr hattet Spaß in dieser Folge, mit dieser Folge. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, du auch. Ach ja, ja, war okay. So in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüssi.